verstand mein eigenes Wort fast nicht mehr. Wir sind hier in Basel im Schiefeneck und hier feiert heute einen ganz grossen Geburtstag. Der Karli Odermatt feiert heute hier innen seinen 75. Geburtstag. Ich glaube, wir hören einfach mal schnell einen Moment zu. Da hinten sitzt du, das grosse Geburtstagskind Karli Odermatt. Darf ich da schnell hinsitzen? Karli Odermatt, wir sind seit 11 Uhr unterwegs. Wie geht's? Es geht wunderbar und es ist eigentlich noch sehr früh. Jetzt kommt die Guckermusik und dann ziehen wir durchs Leibbasel durch. Was haben wir schon alles gemacht heute? Wir haben eine Beizentour gemacht, angefangen im Gifthütli, oder? Wir fangen im Gifthütli an, Grossbasel, da sind wir im Keller gesehen und dann sind wir jetzt langsam übergegangen ins Gleitbasel und jetzt fährt eigentlich unser Open Air schon. Wie lange werden wir denn heute machen? Ja, bis um 12.01 wissen wir noch nicht genau. Es sind 40 von ihren Freunden hier. Oh, das wohl! Sie singen mir Lieder, das ist ja toll. Singen Sie doch Freunde. Ein bisschen mit. Das ist die schönste Show, Karlin ohne Goal. Schön wie der Morgen streicht, rett, rett, rähre. Und jeder Peppi wie Bleich. Jetzt gibt's Kaffee Lutz, haben Sie das am liebsten? Also es sind Freunde, die seit Jahren mit mir zusammen sind. Und die sind nicht nur von Basel, die sind von Zürich, von Bern, von überall. Und das bin ich sehr stolz. Wie muss man sich das so vorstellen, als Kultfigur, als Legende? Wie findet man da Freunde oder die echten Freunde? Die echten Freunde musst du jahrelang für sie da sein und sie sind für dich da. Und darum geht es. Und nur dann kommen die an deinen Geburtstag. Sind davor durch die Stadt gezogen? Wie haben die Basler so reagiert, wenn der Zug so durch Basel läuft? Basler wissen, dass ich komme und ich sage, es ist wunderbar. Dann gehe ich jetzt gerade mal schnell bei den Freunden noch schnell ein bisschen nachfragen. Darf ich schnell stören? Was macht der Karli Odermatt als Mensch aus? Er ist sehr, wie soll ich sagen, er ist sehr menschlich. Er nimmt jeden, wie er ist und ja. Und als Fußballer, wenn man auf seine Karriere zurückschaut, du bist jetzt auch ein bisschen jünger, hast du ihn überhaupt noch erlebt? Nein, eben nicht, aber ich habe ein paar Videos gesehen von ihm und ich denke, er war ein super Fußballer gewesen, ja. Dankeschön vielmals. Jetzt schauen wir da gerade noch schnell zu. Der letzte, Kaffee Lutz. Karli Odermatt, dass der FCB spielt heute, ist ein bisschen nebensächlich. Nein, es ist, FCB ist immer im Vordergrund. Aber heute habe ich meinen 75. Geburtstag und wir haben mit einem auch beim FCB, die führen jetzt 1-0. Aber die Freunde sind mir ebenso wichtig. Also dann machen wir es doch so zum Abschluss von diesem Livestream, dass Sie noch ein Lied anstimmen. Ist das in Ordnung? Das ist gut. Soll ich jetzt mal gerade anstimmen? Vielleicht mit der Hupi noch schnell darauf aufmerksam machen und noch ein letztes Lied für unsere Zuschauer daheim. Schnell Ruhe! Schnell Ruhe! Wir sollten jetzt fürs Fernsehen noch ganz ein tolles Lied singen. Was wollen wir singen? Moment! Moment! Stand auf! Er singt das Lied Karlin ohne Goal. Aufstehen! Fürs Fernsehen aber sofort! Abstellen hier! Abstellen! Abstellen hier! Stellen schnell ab! Stellen schnell ab hier! Jetzt abstellen! Bruno! Stell ab, schnell! Es kommt gerade. Kein Problem, wir haben Zeit. Kommt gerade. Stell ab, so. Moment, schnell, jetzt ganz ruhig. Jetzt live.
Stadion ist schon übervoll, der FCB greift an. Und jeder Peppi schreit schon, was er kann. Da kommt die feine Flanke, der Kaleoni zaste. Druckt schon ab, es ist passiert, Ballen ist im Kasten. Kaleoni, Goal! Halbzeit ist schon fast vorbei, die Stimmung ist ganz gross. Da kommt die feine Flanke, der FCB zieht los. Über die Mittellinie, der Kaleoni zaste. Druckt schon ab, es ist passiert, Ballen ist im Kasten. Kaleoni, Goal! Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag. Dankeschön, alles Gute, habt einen schönen Abend. Dankeschön, es ist wunderbar. Und wir verabschieden uns.